Hallo, wir finden uns hier im Plenarsaal des Landtages im Schloss Schwerin. Wir haben 3 Tage lange Landtagssitzung hinter uns und aus unserer Sicht sind insgesamt 4 Schwerpunkte, die diese Landtagssitzung bestimmt haben. Das waren zunächst der Streik der Journalistinnen und Journalisten vor dem Schloss, hauptsächlich der OZ-Mitarbeiterinnen, was wir dann als Anlass genommen hatten, schon vorher eine Aussprache zu den Arbeitsbedingungen der Journalistinnen und Journalisten hier im Landtag durchzuführen, mit dem Ziel, dass natürlich auch Journalistinnen und Journalisten gute Arbeit, gute Löhne brauchen, heißt Tarifgebundenheit und die Möglichkeit, überhaupt einen Betriebsrat zu begründen. Wir wünschen Ihnen viel Glück bei der Tarifrunde, die jetzt ansteht, und haben, denke ich, unseres dazu getan. Der nächste Schwerpunkt war heute eine Aussprache, die wir aufgesetzt haben zum Strategiefonds der SPD und CDU hauptsächlich. Bei dem Strategiefonds handelt es sich um ein Vermögen, was innerhalb des Haushaltes eingefügt wurde, insgesamt 24 Millionen Euro, wo wir meinen, das sind Wahlkreisgeschenke der jeweiligen Abgeordneten. Das Vergabeverfahren ist intransparent, wir wissen nicht, welche Kriterien überhaupt angelegt werden bei der Vergabe dieser Mittel. Und deshalb hatten wir Verfassungsrechtler Professor Kilian beauftragt, das zu prüfen. Er kam, wie wir, zu dem Ergebnis, es scheint verfassungswidrig, deshalb heute die Aussprache, deshalb der nächste Weg zum Landesverfassungsgericht. Der dritte große Schwerpunkt, den wir hatten, war, die Produktionsschulen zu sichern. Die Produktionsschulen gibt es insgesamt 5 Produktionsschulen im Land. Sie dienen für Jugendliche, junge Heranwachsende, die in der Schule nicht so richtig klarkommen, auf dem Weg ins berufliche Leben. Und bei denen steht sozusagen die Finanzierung, insbesondere im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, in Bedrohung. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Deshalb haben wir das Thema aufgenommen und gesagt, wir brauchen hier ein Konzept zur zukunftsfähigen Finanzierung, sicheren Finanzierung der Produktionsschulen auch über 2018 hinaus. Und da uns Kinder und Jugendliche insgesamt wichtig sind, haben wir auch das Thema der Kinder- und Jugendförderung aufgesetzt. Wir haben seit 1998 die Situation, dass es eine gleichbleibende Förderung gibt von 5,11 Euro bzw. 10,22 Euro. Wir meinen, es ist Zeit, hier endlich anzupassen, damit Kinder- und Jugendarbeit wohnortnah durchgeführt werden kann. Und ich finde, auch gerade zum heutigen Kindertag ist das ein richtiges Zeichen. Wir werden weiter dafür einstehen.